So, Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anno 1800. Es freut mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir sind hier gerade bei der Isabel Sarmento in Pel Puerto, und wir haben ein bisschen was eingekauft, um auf unsere Expedition zu gehen. Und zwar haben wir was für Redegabe gemacht und haben uns hier ein bisschen Geschick eingekauft. Und ich denke mal, jetzt sind wir recht gut gerüstet mit Fisch, mit Brot und ein bisschen Schnaps, um auf die große Reise zu gehen. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt mal hier ganz herzlich und lasst uns ins Land der Löwen. Wir haben über unsere Häkler, und lasst uns die Expedition starten. Viel Erfolg, lieber Beagle. Macht uns keine Schande. Wir machen hier ein wunderschönes Pilzlein noch, wie wir uns hier aus dieser Welt verabschieden und in die neue reisen wollen. Ne? So, viel Erfolg. Lasst uns hier mal kurz gucken, was wir hier haben. Ah, wir haben ja die Gypsies. Ist der schon wir gekommen? Wir helfen, wo wir können. Jawohl, der ist angekommen. Das heißt, Waren. Ich brauche keine Banane, sondern Banane-Chips. Man kann nicht alles gerade rücken. Ach, Kasparov. Seht ihr nicht immer gleich so eingeschnappt, Kerle. Da, das nehmen wir auch noch mit. Und dann ich's. Bis ans Ende der Welt. Lass uns mal daher schippern. Was brauchen die denn noch? Die gutste. Ponchos. Ja, das kriege ich da. Das war der Ruhm. Eine Kapelle. Ja, für eine Kapelle kann ich mal gucken. Eine Kapelle wählt ihr gern hin. Ja, einen Platz zum Bettel brauchen wir natürlich, das ist schon klar. Aber das kann ich euch danach stellen, das ist schon mal kein Problem. Jetzt haben wir die Kapelle, wenn die aufgebaut ist. Ein Ruhm. Ein Ruhm. Ja, das können wir ja hier nur herstellen, ihr Saubackel. Schon klar, dass ihr einen Ruhm braucht. Ponchos, haben wir eigentlich drüber Ponchos? Das ist das wahre Leben. Stimmt, die brauchen eure Ponchos, um voranzukommen. Die brauchen auch einen Rum. Ein Rum und ein Nomi, sag ich. Sag doch mal, was will eigentlich eine Aufgabe? Deine Chance, für eine gerechte Sache einzustehen. Corona schneidet uns die Versorgungswege ab und verbrennt unsere Felder. Es sind so viele, dass wir nicht genug Nahrung für alle haben. Wenn du uns irgendwas abgeben möchtest, egal was du entbehren kannst, dann würdest du damit viele Leben retten. Jupp. Ein Rahsegel. Wir zählen auf dich. Und was willet ihr? 14 Tonnen eines beliebigen Nahrungsmittels. Ein Schiff erster Klasse. Zum Schnittisch. Ach, hast du das jetzt ausgeschmissen, du Äffle? Neue Befehle, Admiral. Du willst es doch nicht mehr wegschmeißen. So. Da ist gar kein Platz mehr. 14 Tonnen. 10, 11, 12. 14 Tonnen. Ich würde gerne dieses Eiland beanspruchen im Namen des Kaisers und der Kaiserin. Jetzt machen wir kein Stress da, gell? Jetzt mal ganz links hin. So. An die Segel und Brassen! Das ist zum Verkaufen. Wo willst du? Welches hättest du gern? Dahinter. Meine Bannerträger betreten neues Land. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So, das war das. Das können wir kaufen. Das war der Zielort, ja. Da chippern wir dich jetzt gerade noch. Du hast Steiner und das dabei. Alles klar. Jetzt lassen wir dich mal. Ja, du bist da unterwegs. Du bist nach da unterwegs. Lass uns mal kurz noch in die alte Welt rüber switchen.
Neue Befehle? Durch Bier und Arbeitskleidung. Ja, dann transferier das doch, oder? Das machst du. Schon ein Blinzeln kann dir Erfolg verheißen. Ich erzähl keinen Käse. So. Lief es wie geplant? Minus 4 Bau. Was ist denn? Warum sind die eigentlich unzufrieden auf Stella? Das kann doch gar nicht sein, dass die unzufrieden sind. Was braucht ihr denn, mein liebe Leute? Ihr braucht ein Wirtshaus. Mensch, wenn sonst nichts ist. Gibt's jetzt halt ein scheiß Wirtshaus. Ja, Freunde. Du hast heute viel Gutes getan. Ja, das Ding geht doch, gell? Das kriegen wir hin, Saramento, Isabel. Jederzeit wieder. Zerstören Sie ein Clipper, zwei Schoner. Die soll man zerstören. Vom Archibald. Ja, aber ich weiß nicht. Mir ist nicht so begeistert, wenn ich dem seit 6 zerstören soll. Da ist nur eine Expedition. Ja, jetzt haben wir keinen Stress da. So. Wie sieht es eigentlich da hinten aus? Was bauen wir auf Luna? Was bauen wir denn da nochmal an? Jetzt pieselt es da hinten auch noch. Schönen Tag auch. Ah, da bauen wir unseren Schnaps. Und wie viel Schnaps hast du drinnen? Schnaps, ja, Schnaps haben wir, also das scheint zu laufen dahin. Was macht unser Paprika? Rinderfarm, Paprika und Rinderfarm. Und 2. Das scheint ganz gut auszusehen. Jetzt. Ah, guck mal. Schweinefleisch und das haben wir. Das heißt, wir können Gulasch, Fleischkonserve haben wir schon. Guck mal, jetzt haben wir Fleischkonserve. Das heißt. Rosige Wangen und Heiterkeit. Ja, genau, die Fleischkonserve haben wir durch. Was? Ein Ruhm? Ja, haben wir noch nicht. Nähmaschine wäre das nächste. Ei, lass da unterlade ich, was die alle wollen. Dann soll ich hier noch mal ein bisschen was ausbauen, glaub. Da wird hier nochmal ein paar Bauerhäusle. Gut. Das war nicht ganz korrekt. Aber nochmal, was haben wir hier? Ingenieurarbeitskräfte. Das ist doch eine feine Geschichte. Was haben wir hier? Wohnen. Darauf hätte ich jetzt nicht gewettet. Da wohnen die Arbeiter. Arbeiter, Handwerker. Das sind die Handwerker. Wo haben wir echt Ingenieure sitzen? Wo haben wir unsere Ingenieure sitzen? Also, das ist gerade, sehen wir das? Handwerker. Handwerker. Wo haben wir die Ingenieure hocken? Ja gut, die können wir nicht aufwerten. Die Arbeitskräfte haben wir davon jetzt. War kurz verwirrt. Aber alles gut. Ab in die neue Welt. Wir wollen noch mal gucken. Ich glaube, wir haben da schon ein bisschen was geschafft. Neue Ziele. Genau, der ist jetzt da. Auf Kurs halten! Den lassen wir da hin, okay? Und du? Könntest du mal dein Zeugs abliefern? Genau. So. Ich hoffe, ihr seid jetzt da ein bisschen zufrieden. Ich kann dir Geschichten aus der guten alten Zeit erzählen. Bunschuss hast du jetzt hier nicht, gell? Aber wie. Wie ist das jetzt da? Ein Goldvorkommen hätten wir da.
ein Lehmvorkommen, das ist auch nicht schlecht. Aber ich hätte jetzt hier nochmal Gold. Rohproduktion, ja genau, Zuckerrohrplantage brauchen wir. 30, 15. Wo du herkommst, erledigen doch deine Machinas die ganze Arbeit. Zweimal Zuckerrohr, vor einmal das. Also Zuckerrohr. Aber wo packen wir den Zuckerrohr noch? Das ist nicht immer so eine Sache, gell? Sollen wir das Insel daher mit Zuckerrohr voll machen? Wollen wir daher eine Brücke genommen? Hola! Hola he. Hola ha. Zuckerrohrplantat. Ah, der hat's noch. Immer noch 5. Zuckerrohrplantage. Eine Holzgeschichte. Holzproduktion. Jetzt da vielleicht gar nicht Welle. Oh, das muss doch da unten lange die eine kommt. Das langt. So, man kann da eine Rumproduktion aufgestellt werden. Ich werde die jetzt gleich ganz frech da unten nachstellen. Du solltest dir besser den Mund ausspülen. Kerle, gib mir Ruhe. So, aber ich wäre so frei. Und der hat uns da noch eine zweite Nachsitze. All die Weile wir da bestimmt noch mehr brauchen. Den soll der Sträßle mal da mitziehen. Und der da erneut da angrenzen kann. Aber könnte das schon Lagerhäusle da ins Eckle nochmal dazu jetzt nach? Am Ende schon ein Lagerhäusle, ich glaube, das geht lange. Ne? Jetzt könnte die da mal anfangen, loszulegen. Ein bisschen Zuckerrohr zu machen, sondern nochmal alles aufbauen. Ja, jetzt lassen wir uns erstmal in Gang kommen. Aber für die Ponchos, was braucht ihr denn da? Alpaka-Farmer. Alpaka-Farm. Aber wisst ihr was? Das Insel da haben wir schon überhaupt nicht belegt. Ich finde. Ist glaube ich nicht ganz so gelungen. Können wir die wieder abrupfen? Glaub schon. Fischöl.
längst mal abbauen. Sägewerk. Setzen wir da ins Eck rein. So. Jetzt bauen wir da oben noch ein Sträßle. Zwei Sträßle. Jetzt haben wir da irgendwo noch ein Lagerhaus oder so einen Marktplatz. Aber jetzt brauchen wir schon mal wieder ein bisschen Ware, oder? Jetzt brauchen wir schon wieder Hölzer. Sollst du schon mal Holz machen? Oder ich sage, dass man hier die Ponchos baut und auch nochmal gebackene Banane macht. Ja. Das ist schon mal nicht ganz so eine schlechte Idee. Und ihr, wie ist es bei euch da, Hanna? Das kleine Kontor. Kann ich das noch nicht aufwerten? Obreros brauche ich da. Obreros. Ich habe nur keine Obreros. Wie kann ich das aufwerten? Ich brauche die Ponchos. Da dreht sich wieder im Kreis. Also Ponchos brauche ich, da komme ich nicht drum rum. Das heißt, ich muss da unten mal die Ponchos bauen. Oder machen. Aber ich denke mal, das kriegen wir bald gebacken, weil die erste Hölzle kommt. Dann können wir das da noch aufbauen. Mit Holz aus, haben wir das da schon? Ah, mehr als genug. Auf die alte Dame ist Verlass. Ist da was? Ich hätte einfach mal ein bisschen Holz mitnehmen. Gott, das. Neue Ziele? Ja. Schippen mal bitte dann an. Karacha? Was ist denn in Karacha? Warum hast du eine Attraktivität verloren? Achso, das ist wieder ich. Jetzt kommt. Ja, es wird schon. Es wird. Ui, das wird. Ach, sind die alle wieder gegangen, die Eifele. Jetzt müssen wir doch nicht gleich wieder los. Das muss jetzt sein. Wir schlingern ins Ungewisse. Mensch. Zieht die Pistolen. Geht nach was? Olisco oder nach Al-Suk? Wählen Sie den nächsten Zwischenhafen für Ihre Reise nach Embesa, dem Land der Löwen. Sobald Sie einen Hafen angelaufen haben, werden neue Häfen verfügbar. Sie können auch versuchen, jeden einzelnen davon zu besuchen, also beispielsweise Zwischenstopp in Olisco und Al-Suk. Große Belohnungen winken jenen, denen dies gelingt, aber vergessen Sie dabei nicht, die Moral im Blick zu halten. Ich komme von da nach Olisco. Besa. Hab die Pfeife eingemottet, als der Husten schlimmer wurde. Endstation Olisco. Die Lichter Olispos schimmern durch die Gischt, während die Seeleute eilig das Schiff verteuen. Musik und Heiterkeit ergießen sich durch die engen Straßen. Das Aroma von warmem Brot und bekannten fangfrischen Fisch weht herüber. Mit der Spannung der aufgestauten Erwartung strömen die Seeleute von Bord und in eine glänzende neue gelbe Straßenbahn. Ein glückliches Lachen breitet sich unter ihnen aus, als sie in die laue Nacht hineinschaukeln, von fröhlichen Bewohnern begrüßt. Ein Gewirr aus weiten Ärmeln wendet sich ihnen freundlich zu. Boa nuit,
alten Freunde. Von woher hat sie die Flut? Hat die Flut sie ausgespült? Lügen kommen aus El Campanil mit ihnen ihrer Majestät. Wir lügen mal. Maraviso, Maravihoso. Ich habe Verwandte dort. Wundervolle Menschen. Und sie arbeiten bis zum Umfang. Kommen Sie, wir müssen zusammen anstoßen. Ich weiß auch schon wo. Folgen Sie mir. Die Seeleute klettern ungeschickt aus der ungewohnt schwankenden Bahn und folgen dem Mann durch ein Labyrinth aus Gängen, das von antiken Öllampen, die von den Balkonen hängen, beleuchtet wird. Vor einem niedrigen Torbogen hält er inne, greift durch das darauf wuchernde Efeu und öffnet eine bis dahin verborgene Tür. Sie werden von plötzlichem Geplapper und gedimmten Lichtern begrüßt und der Duft würziger Gebräue und frisch gerösteten Essens dringt in ihre Nasen. Probieren Sie die Pastéis de Nata, unseren süßen geheimen Stolz aus Pudding und natürlich unseren berühmten Port. Eine großzügige Runde Port und Puddingtörtchen bestellen. Handel. Gutes Anbruch könnte die Situation retten. Ablehnen etwas zu bestellen. Nein, machen wir natürlich mit. Ist doch wohl klaros. Es ist kein Platz mehr für uns. Wulasch, Bier und Wurst. Endstation Olispo. Ihr Handel wurde angenommen. Der Wirt bewegt sich geschickt durch den dicht gedrängten Raum, weicht ausgelassenen Stammgästen aus und stellt ein großes Tablett auf den Tisch. Eine Mannschaft fällt über die warmen Törtchen her und verschlingt den weichen Pudding mit Genuss, während José einen großen Reigen seiner Freunde vorstellt, die alle begierig darauf brennen, mit den Neuankömmlichen anzustoßen und sie in ihrer Stadt willkommen zu heißen. Als sich die Feierlichkeit zu später Stunde dem Ende zuneigen, gehen die Seeleute mit vollen Bäuchen, schwirrenden Köpfen und frei von allen Sorgen zum Schiff zurück. Reise fortsetzen. Aber das war doch mal erfolgreich, oder? Zum uralten Labyrinth, ins Krokodildelta, nach Al-Suk. Fahren wir mal nach Al-Suk. Zusätzliche Rationen haben. Heben Sie die Moral in der Mannschaft mit zusätzlichen Rationen. Die Expedition fortsetzen, heimkehren. Aber unsere Dingsmoral ist noch gut. Machen wir das. Wir renovieren weiter unsere Häusler da. Und was wir auf alle Fälle brauchen, ist hier ein Marktplatz. Und so ein Lagerhäusle, logischerweise. Das würde ich. Ja, wo setzen wir das nach? Setzen wir mal ein bisschen weiter nach oben. So. Du bist schon auch gekommen. Neue Befehle, Admiral. Jawohl. Nicht über Bord werfen. Neu. Das ist falsch. Du sollst das da raus, du. Die kannst du auch gleich mit raus, du. So, jetzt. Können wir da eine bauen. Was? Hast du Brettle? Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Mensch,
Asgucker. Was? Nähmaschine-Engpass. Das kann ich vergessen. Das kann man nicht machen. Kriegsrecht. Wirtschaft. Kriegstreiberei. Ne, das machen wir alles nicht. Kein Problem. Unser Schriftsetzer bleibt so lange hier. Das wäre mir doch recht. So, ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ach so, ich habe jetzt die Brettler nicht gekauft. Das heißt, der muss erst mal Brettler machen. Aber die kriegt er jetzt ja noch. Wie viel? 10. Jumai. Brettler hätten wir kaufen müssen. Neue Befehle, Admiral. Ja, komm, schipper noch mal schön zurück. Oder Moment mal. Wie sieht's denn jetzt der Hand aus? Wir helfen, wo wir können. Ist nicht meine Schulter. Ach so. Hierhin. Ich sag's dir, mit gepuderten Händen kannst du nicht anständig arbeiten. So, jetzt müssen wir hier nochmal was aufbauen. Jetzt brauchen wir nochmal eins. Das Lager ist voll, Jefe. Mhm. Also gut, dann hätten wir das da nicht so. Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen? Ihre himmlische Aura verblasst. Ich hab gerade keine Zeit. Was soll ich jetzt machen? So, nix haben wir mit dir gesprochen. Ich hoffe, Sie akzeptieren mein bescheidenes Geschenk. So, liebe Leute, so langsam komme ich hier zum Ende. Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Däumchen da, ein Like, wenn es euch gefallen hat, ein Abo nicht vergessen. Ansonsten, was sitze ich? Bis dahin. Unaussprechliche Schrecken erwarten.